Wenn der Mechanismus einer Reaktion aus einer Hinreaktion und einer Rückreaktion besteht, haben wir eine Gleichgewichtsreaktion vor uns. Ein bekanntes Beispiel ist die Isomerisierung von Alpha-D-Glucose zu Beta-D-Glucose, die sogenannte Mutterrotation. Für jede Teilreaktion, also die grün gezeichnete Hinreaktion und die rot gezeichnete Rückreaktion, gibt es eine Reaktionsordnung, gibt es eine Aktivierungsenergie. Und die Verknüpfung dieser beiden Teilreaktionen im Mechanismus ergibt die Gesamtreaktion. Wir können auch hier ein mechanisches Anhaleron aufstellen. Wir haben ein Gefäß A, dessen Füllstand die Konzentration an Edukt A symbolisiert. Wir haben ein Gefäß B, dessen Füllstand die Konzentration am Produkt B symbolisiert. Wir transportieren jetzt sowohl Flüssigkeit von A nach B mit einem Behälter oder einer Pipette von bestimmter Größe und von B nach A mit einem weiteren Behälter oder Pipette bestimmter Größe. Wir fragen uns, wie ändert sich der Füllstand im Gefäß A, wie ändert er sich im Gefäß B und welches Gleichgewicht pendelt sich ein. Die Hinreaktion, hier grün gekennzeichnet, hat die Geschwindigkeit K hin mal A. Die Rückreaktion, rot gekennzeichnet, hat die Geschwindigkeit K rück mal B. Die Rückreaktion ist eine Quelle für A. Die Hinreaktion ist eine Senke für A. Wenn wir die Bruttoänderung von der Spezies A erfassen wollen, müssen wir sowohl die Bildungsrate als auch die Zerfallsrate von A zusammenfassen. Wir erhalten dann dieses Geschwindigkeitsgesetz für eine Gleichgewichtsreaktion. Wir können dieses Geschwindigkeitsgesetz integrieren mit einem Standardintegral und erhalten dieses integrierte Geschwindigkeitsgesetz für die Konzentration von A. Grafisch aufgetragen erkennt man, dass die Konzentration von A exponentiell absinkt, aber nicht auf 0, sondern auf einen Gleichgewichtswert. Dasselbe gilt für B. Hier steigt die Konzentration exponentiell an auf einen Gleichgewichtswert. Wenn wir uns die Reaktionsgeschwindigkeiten anschauen, so müssen wir sagen, dass die Hinreaktionsgeschwindigkeit am Anfang sehr groß ist und dann mit abnehmender Konzentration an A abnimmt. Gleichzeitig nimmt die Rückreaktionsgeschwindigkeit mit zunehmender Konzentration an B zu. An diesem Punkt sind Hin- und Rückreaktionsgeschwindigkeit gleich schnell. Hier liegt das Gleichgewicht vor. Wir können das Gleichgewicht mit unserem Geschwindigkeitsgesetz verknüpfen. dA nach dt ist im dynamischen Gleichgewicht gleich 0. Die beiden Geschwindigkeiten sind gleich groß und wir haben das Massenwirkungsgesetz kinetisch abgeleitet. Hier haben wir einen wichtigen Zusammenhang zwischen der thermodynamischen Größe Gleichgewichtskonstante und der kinetischen Größen Geschwindigkeitskonstanten. Ein weiterer Zusammenhang zwischen Thermodynamik und Kinetik ergibt sich aus dem Reaktionsprofil. Der Energieunterschied zwischen aktiviertem Komplex und Edukte ist die Aktivierungsenergie der Hinreaktion. Der Energieunterschied zwischen aktiviertem Komplex und Produkten ist die Aktivierungsenergie der Rückreaktion. Die Differenz dieser beiden Aktivierungsenergien ist offensichtlich identisch mit der Reaktionsenthalpie. EA hin minus EA rück ist gleich Delta H. Bei einer exothermen Reaktion ist die Aktivierungsenergie der Rückreaktion größer als die Aktivierungsenergie der Hinreaktion. Wir wollen diese beiden Beziehungen auf die Gleichgewichtsreaktion der Bildung von Jodwasserstoff anwenden. Mit zunehmender Temperatur wird sowohl die Hinreaktion als auch die Rückreaktion schneller. Weil die Rückreaktion aber überproportional schneller wird, sinkt bei höherer Temperatur die Gleichgewichtskonstante. Genauso wie man es nach dem Prinzip von Le Chatelier voraussagen würde. Bei Gleichgewichtsreaktionen haben wir eine Hin- und eine Rückreaktion, die im dynamischen Gleichgewicht gleich schnell sind. Es gibt eine Beziehung zwischen der Gleichgewichtskonstante und den Geschwindigkeitskonstanten in der Art und Weise. Es gibt eine Beziehung zwischen den Aktivierungsenergien von Hin- und Rückreaktionen und der Reaktionsenthalpie in dieser Art.